ich wollte heute gar nichts mal von der EBI erzählen, aber ich kann euch sagen, dass ich mit Herrn Weil gesprochen habe. Und ich habe ihn gefragt, ob er denn auch das möchte, dass die einrichtungsbezogene Impfpflicht mit ins neue Jahr kommt. Das findet er gut, hat er gesagt. Da müssen wir ja drauf achten. Also es ist nicht vorbei für uns. Das nur vorweg. So, jetzt habe ich so viel hier. Ich muss ein bisschen gucken. Moment, Leute, geht gleich los. Nein, warte mal. Leute, das ist so dunkel schon. Okay, also, erstmal bin ich schwerst begeistert. Ich bin noch euphorisiert, dass heute so viele Leute da sind. Ich finde das klasse, danke. Leute, danke, danke, danke. In Bernburg bin ich ja letzte Woche gelaufen. Da waren 400, diesmal sind 1000 da gewesen. 1000 Leute, die haben sich fast verdreifacht. Also, der Osten steht auf und Hannover auf. Manchmal denke ich, wir sind gar nicht, wie Lauterbach immer sagt, in einer Pandemie, sondern wir sind in der Sendung mit der Maus. Weil man erklärt uns ja immer so toll mit Vergleichen, wie es jetzt mit uns weitergeht mit den Maßnahmen. Und da wir ja nicht ganz dicht sind, muss man uns das erklären, als wir noch im Kindergarten sind. Also was sollen immer diese Vergleiche mit den Autos? Also Herr Drosten hat irgendwas mal erzählt von wegen, da ist ein Sandweg und da ist Matsch und dann kommen die breiten Reifen und die kommen da besser durch als die schmalen Reifen. Und da wollte er uns mit sagen, dass wenn man die Impfung hat, dann bremst das auch das Virus ab. Also so dämlich, ich verstehe das nicht, was das immer mit diesem Verkehr sein soll, was sie uns da erzählen wollen. Lauterbach fängt jetzt genauso an. Der hat seinen Reifen dabei und zwar von O bis O, von Oktober bis Ostern. Ja Leute, wie soll das denn weitergehen? Von P bis P, von Pfingsten bis Pfingsten? Geht das jetzt immer so weiter? Hört das nie mehr auf? Ich verstehe das alles nicht, was das soll. Dann hat er gesagt, dass die Winterreifen halt kommen im Herbst. Jetzt haben wir ja noch die Sommerreifen drauf. Im Winter sind dann die Winter und Herbst sind die Winterreifen drauf. Und zwar ohne irgendwelche Zahlen zu nennen. Und die Länder dürfen selber bestimmen, was sie da machen. Und Leute, ich kann euch sagen, wenn der Herr Weil wiedergewählt wird, dann haben wir nicht nur die Winterreifen drauf, dann haben wir eng anliegende Schneeketten drauf. Das möchte er nämlich gerne, dass wir wieder überall mit Maske reingehen. Und zwar nicht nur mit einer OP-Maske, die tragen sogar die Leute in der Uni Marburg, wo die ganzen Leute behandelt werden mit Long-Covid und mit den Impfschäden. Die tragen OP-Masken. Wir sollen aber draußen FFP2-Masken tragen, wenn es 1,50 Meter Abstand ist. Das heißt, im Stadion, liebe 96-Fans, dürft ihr bald FFP2-Maske tragen. Und genauso Eishockey, der EC Hannover Indians. Oh, habe ich jetzt Indians gesagt? Habe ich das böse I-Wort gesagt? Leute, ich entschuldige mich. Entschuldigung, ich werde nie wieder das böse I-Wort sagen. Ich hätte einfach schon bei Facebook gesagt, wir müssen das Wort bitte nicht mehr nehmen. Die Bilderbücher mit Winnetou sind schon verboten worden. Also, liebe Indien-Fans, wenn ihr wollt, dass ihr ohne Maske auf der Straße seid, wir laden euch ein, genau wie die 96-Fans, kommt mit uns auf die Straße, damit wir diesen Maskenwahn nicht ertragen müssen dieses Jahr. Ja, das sage ich dir. Meine ganzen Bücher, meine Bücher. Ja. Die habe ich immer noch. So, der gute Herr Wieler, der hat gesagt, wir sind doch keine Geisterbahn oder Geisterfahrer. Mal wieder so ein schöner Vergleich mit den Autos. Doch, Herr Wieler, wir sind die einzigen in Europa oder auf der Welt, die diese Maßnahmen noch durchziehen wollen. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Er hat da sämtliche Länder aufgezählt und es gibt aber schriftlich, dass die gar keine Maßnahmen mehr haben. Sogar Herr Macron, der für sein Frankreich stärkere Maßnahmen hatte als wir teilweise, hat alles aufgegeben. Es gibt keine Pandemie mehr in Frankreich. Nur wir ziehen das noch durch hier. Geisterfahrer hauen jetzt ab. Ja. So, aber wenn die Politiker uns immer mit irgendwie Autoreifen und Matschwegen und unsere Geisterfahrer hauen jetzt ab. Wir auch. Guck. Ich habe mal gedacht, dass ich das Ganze mal mit dem Fußball mache. Ich bin gar nicht traurig. Und zwar die Älteren unter uns, und da sind ja noch ein paar da. Es gab so eine super geile, legendäre Rede mal, so eine Wutrede von Trapattoni. Und zwar 2009, Bayern-Trainer.
Die haben sowas von beschissen gespielt, die Leute, unter anderem Strunz. Und der war sowas von sauer und der hatte eine Rede abgelassen, die hatte es in sich. Ja, also Leute, Trapattoni für die Politiker. Also wenn ihr euch irgendwie nicht beherrschen könnt und die Emotionen da sind, haut ein Buh raus, ruft, schreit, was ihr wollt. Gleich. Okay, seid ihr bereit? Was erlauben Scholz? Was erlaube, weil? Weil es reicht! 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 Wir haben noch einen! Leute, Stimme schonen, wir haben noch einen! Zu allerletzt habe ich meinen besten Kumpel, der war neulich bei uns im Klinikum und ich habe ihn verpasst. Gott sei Dank. Das hat er überlebt. Also, wir haben ganz zum Schluss noch den guten Minister für Gesundheit. Achtung! Was erlaube Lauterbach? Danke! Und was kam noch in der Rede vor? Flasche leer! Redet wie Rotweinflasche leer! Genau, Cynthia! Die Pulle ist leer und so redet er auch. Und der will uns sagen, was wir hier machen müssen. Und der will uns sagen, wie unser Leben demnächst auszusehen hat. Von O bis O und von P bis P. Das läuft nicht. Okay, Leute, das war's. Ich habe fertig. Danke, Anja. Was erlaube Anja? Kommt noch was. Wenn nicht klar, ich kann Worte wiederholen. Das kommt dann noch. Achso, ihr müsst euch die Rede anhören. 3,5 Minuten, gönnt euch die. Fantastisch. Werdet so wütend wie Trapattoni 2009. Lauterbach in den Saft. Lauterbach in den Saft. Lauterbach. Die nächste Demonstration in Hannover könnte eventuell am Mittwoch stattfinden. Bitte schaut morgen oder Mittwoch in die entsprechenden Kanäle, die Rote Linie Hannover oder auch Querdenken Hannover, Walk to Freedom Hannover. Dort werden die Termine immer bekannt gegeben und unterstützt auch die Mittwochsdemonstration in den wechselnden Stadtteilen. Die Termine und Orte findet ihr, wie gesagt, bei Telegram. Und jetzt spielen wir noch 2 Widerstandslieder, danach beenden wir die Veranstaltung. Ich wünsche euch jetzt schon mal einen guten Weg nach Hause und wir sehen uns alle am Mittwoch und sonst spätestens wieder am nächsten Montag 18 Uhr hier am Kröpke.